Von Ottenschlag zum Schloss Rosenau. Abgang von hier auf dem Weg 2 nach Guttenbrunn. Dann über den Weg 54 die 3,5 Kilometer über mehrere Hügel nach Jahring. Durch den langgezogenen Ort wegen schlechter Markierung zurück und über den Weg 54 durch die Aug zum ersten Teich. Hinauf zum Steinberg im Neuwald zur Pyramide. Nach längerem Aufenthalt, Rückweg, jetzt beim Alleeteich vorbei zum Schwarzteich. Wieder zurück zu der Abzweigung und Bauernhöfe wegen keiner Markierung. Dann über die Straße wieder direkt zum Schloss Rosenau. In Rosenau. Um den Weg 2 zu finden, bedarf es einer Karte und Einwohner des Ortes. Es gibt keinen Hinweis. Erst am Ostrand ein Wegweiser, aber nicht die Nummer 2. Kein Wunder, der Weg ist sichtbar, auch selten begangen.
Nach fast 3 Stunden komme ich zur Steinpyramide. Die geschichtlichen Hintergründe der Steinpyramide liegen im Dunkeln. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen. Es gilt die Meinung, dass es eine 2000-jährige keltische Grabanlage ist oder eine mittelalterliche Signalstation. Auch wird es mit den Freimauern im Schloss Rosenau in Verbindung gebracht. Auf jeden Fall ergaben Messungen eines Radioästhetisten, dass dieser Ort ein besonderer Kraftplatz ist. Ich bleibe auch, weil ich müde bin, eine halbe Stunde hier sitzen. Interessant, der Steinmauerbau. Beim Rückweg begegne ich wieder dem Trauermantel. Hinweistafeln führen mich zum Schwarzteich. Es ist allerdings nur für Radfahrer gedacht. Ich gehe wieder zurück zu den Bauernhöfen. Die Markierung führt direkt in den Garten des Hofes. Dieser Weg wäre der richtige. Dann bleibe ich auf der Straße und den Weg 56 und gehe direkt nach Rosenau zurück. Erster Blick auf das Schloss Rosenau. Froh, auf einigen Bänken zu rasten, komme ich nach 5 Stunden an den Teichen von Schloss Rosenau vorbei und wieder zum Parkplatz. Am nächsten Tag zum Mittag habe ich den Lungeninfarkt.